Eingediegenes, hat und herzlich willkommen, werte Ladies and Gentlemen, zurück zu Shadow of War. Ja, aktuell haben wir ein bisschen, wie soll ich sagen, Level-Probleme unter Anführungszeichen. Ja, was nichts anderes heißt, wie ich muss ein bisschen aufholen, um quasi jetzt wirklich, ja, schauen wir uns das einfach an. Ich zeige euch das kurz hier, um euch das ein bisschen erklären zu können. Ich bin jetzt Level 33, ja, also noch immer eigentlich. Bald 34, ihr habt gar nicht viel verpasst von der letzten Folge. Ich habe nur ein paar Aufträge abgeschlossen, um ein paar EP zu bekommen. Ich habe übrigens auch einen EP-Booster vorhin geholt, um das Ganze ein bisschen zu pushen, dass wir da Gas geben. Ja. Ihr seht selber, diese Festung muss ich jetzt hier als nächstes einnehmen. Auch für die weitere Story-Entwicklung ist es jetzt auch schon wieder so weit, blöd gesagt, um diese Festung einzunehmen. Ja. Ich habe hier noch keinen einzigen Verbündeten, außer den ich selber hier reingesetzt habe. Und der ist Level 19. Mit dem habe ich nichts angefangen. Ja, das ist ein bisschen scheiße, unterm Strich gesagt. Hier habe ich schon einen zerlegt, ging blöd her. Ja. Ebenso wie der hier, ging blöd her. Ja, bei dem weiß ich nicht mehr. Einen habe ich bewusst zerlegt. Ja, der hier ist zum Beispiel einer, den könnte ich mir schon holen. Ja, 33. Den kann ich mir nicht holen. 35. 36 geht sowieso nicht. Ja, und die anderen sind noch unbekannt. Naja, unterm Strich muss ich einfach jetzt mal aufholen. So. Was haben wir jetzt für eine Option? Ja, wir können nach Minas Morgul gehen, denn da gibt es auch noch ein bisschen was zu machen. Ja, aktuell bin ich eben hier in Seregos. Ja, da habe ich ein paar Aufträge gehabt, die gut EP gebracht haben und relativ schnell erledigt waren. Und jetzt haben wir hier noch Minas Morgul offen. Das können wir nämlich nicht erobern, soweit ich weiß, sondern nur für eine Nebengeschichtszweig so quasi dahin gehen. Ja, hier sind auch der Oberherr ist der Hexenkönig von Angmar und Ringgeister sind seine Häuptlinge. Ja, ich würde sagen, schnack mal nicht lang. Gehen wir einfach mal hin. Ja. Oh, nice Pick. Die Ladescreens sind übrigens ziemlich geil. Ja, da kann man überhaupt nicht meckern. Ziemlich, ziemlich cool. So. Aha, das ist so ein Waldgebiet. Hätte ich jetzt nicht so eingeschätzt. Der Hexenkönig schützt seine Zitadelle mit einem Schleier aus. Ja, bla bla bla. Hier gibt es natürlich doch einiges wieder zu erledigen, aber was eben hier ein Kollege verraten hat, kann man eben Minas Morgul nicht einnehmen als ja, Festung für sich, was er mir so erzählt hat. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich gehe jetzt mal davon aus. So, hier kann man auch... Ah, hier kann ich bereits die Hedir nutzen. Jetzt kenne ich mich nicht ganz aus. Ich habe ja schon mal in so einer Stadt gekämpft am Anfang, ja, wo mich der Hexenkönig ja da, das war ziemlich am Anfang. Ja, die sind ja doch schon alle gereinigt. Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt, ja. Aber ist ja wurscht. Wir markieren uns das hier und machen eine Schnellreise hier hin. Sind wir froh. Da waren wir eben am Anfang schon, ja. Jetzt bin ich ein bisschen... Wir müssen nach Minas Morgul zurück und ja. Erfahrung bringen, was der Hexenkönig geschaffen hat. Okay. Der hat das jetzt einfach umgetauft. Ach, da unten sind auch ein paar Idioten, so blöd gesagt. So. Die Häuptlinge hier, die locken wir hier gar nicht hervor. Okay, da... Ah, okay. Minas Ithil hieß es vorher und jetzt ist es halt Minas Morgul, weil es eben der doofe Hexenmeister eingenommen hat. So, jetzt glaube ich sind wir dort. Das dürfte eigentlich stimmen, jetzt storytechnisch. So. Der Hexenkönig hat sich hier... Ich habe das verloren, der Hexenkönig hat den Palantir. Sieh dir das einmal näher an. Hier gibt es Haufen EP. Und ich denke, leveltechnisch packt man das. Diese Stadt ist durch und durch von schwarzer Magie befallen. Das ist nicht mehr Minas Ithil. Es heißt jetzt Minas Morgul. Dankeschön, Celebrimbor. Einer der Ringgeister floh hierher, nachdem wir ihn aus Kankras Höhle jagten. Um sich die Wunden zu lecken. Wir haben ihn nur verscheucht. Sei auf der Hut. Ja, Fähigkeit Nazgul aufzuspüren. Eine weitere Gabe Galadriels? Eine Gabe. So kann man es auch sehen. Beherrsche 15 Orks. Wir suchen den Palantir. Das ist alles, was zählt. Geh nicht zu weit fort. Wir sollten nicht getrennt werden. Waldläufer, bleib
bleib an meiner Seite. Ja, was hastest du auch schon so davon? Den Weg freikämpfen. In der Stadt wimmelt es von Orks. Sie müssen kein Hindernis darstellen. Wir können sie zu unseren Zwecken nutzen. Da drüben hat sich... Ich schleiche mich hier durch die Stadt und sollte... Das ist halt doof, ja. NPCs, die für dich kämpfen oder für dich kämpfen sollen, wie soll ich sagen, die sind unsichtbar für die Gegner, was ich relativ scheiße finde. Hier kann man es wieder ganz schön... So. Dieser Ring ist nicht ihre Erlösung. Er ist ihr Untergang. Okay, passt. So, das machen wir auch gleich, wenn wir hier schon vorbeilaufen. Da spielt mein Schwert in der Luft. Ja, moin. Ach, da kämpft sie auch. Ich hol mir die 15. Diesen Bonus lasse ich mir jetzt fix nicht nehmen. Oha. Nein, da fass mich. Was mache ich denn? Was mache ich denn? Das ist halt relativ beschissen, was ich jetzt hier gerade mache. Das ist eigentlich ziemlich beschissen. Der gehört eh zu mir. Dann holen wir uns auch noch dazu. Dann haben wir eh schon die Hälfte. Oh, was ist denn das wieder für eine komische Mission? Ja, dann geh doch. Die macht hier immer ein Theater. So, zack, gehörst du mir. Zack, noch einer. Die sind ziemlich bescheuert, ne? Also von daher ist dementsprechend witzig. Komm schon. Ja, geht doch. Das ist zwar so ein nackter Ork, jetzt blöd gesagt, oder ein nackter Urok, wie man es nennen mag. Was, der ist natürlich jetzt nicht sehr stark. Ich will hier einfach nur den Bonus. Ja, jetzt sind auf einmal hier wieder keine. Lustig. Witzige Mission. Eltariel ist halt eben so eine Braut, die von Galadriel ausgesandt wurde, um mich indirekt zu unterstützen. Ich weiß es nicht, wie, was ich dazu sagen soll. Okay. So, komm her. Komm einfach ran. Ich will dich... Meine Fresse. Wir sollten zusammenbleiben. Das dauert halt doch lange. Also direkt beherrschen über Schleichung geht relativ fix. So, und hier haben wir den letzten. Aber dieses hier aufzehren, das ist halt mies. So, Bonusziel haben wir jetzt. Gemeinsam haben wir bessere Chancen. Hasseln wir ein bisschen durch. Auf dieses Symbol pfeife ich jetzt auch, um ehrlich zu sein. Das ist halt eben sehr, sehr unsichtbar. Was irgendwie komisch und irgendwie... Die Ringgeister können nicht besiegt werden. Sie kommen immer wieder zurück. Und doch gibst du nicht auf. Nein, niemals. Naja, das machen wir jetzt einfach so. Drauf geschissen. Ach komm, scheiß doch auf den Trottel. What the fuck? Ah, okay. So kann man es auch machen. Weil wir sind hier wieder meine Sklaven, blöd gesagt. Wo muss ich denn hier wirklich durch mit ihr? Das gibt's doch gar nicht. Jetzt habe ich einen Ausschlag. Was hörst du davon? Irgendwas hat ihn gebissen, ihr Moin. Hier sind eben ein Haufen Olokais. Ach!
Bam! Da haben wir die einfach ein bisschen mal verheizt. Das ist ein Bonustalent im. Ach, der gehört auch zu mir. Und der brennt. Ja, lässig. Komm, lauf doch einfach weiter. Die macht immer so einen Aufstand hier. Es muss einen Weg geben, die Nazgul für immer zu bezwingen. Wenn es ihn gibt, kenne ich ihn nicht. Bleib an meiner Seite, Waldläufer. Und ich zeige dir, was ein Ringgeist ist. Jo, denn die Mission, wo ich gegen Nazgul schon gekämpft habe, liegt halt schon ein bisschen zurück. Deswegen. Der Hexenkönig hat diese Stadt in seine Gewalt gebracht. Nun wird er dasselbe mit dir tun. Jo. Ringschmied erwartet ein besonderes Schicksal. Deine Orks werden die Stadt nicht. Suladan, das ist sogar so ein Oberherr-Dingenskirchen. Wo ist jetzt meine Armee? Ey, was ist mit dir, Kollege? Alles klar. Wow, das habe ich derbe verkackt. Wow. Wow. Alter Schwede. Ach, mit durch seinen Schattenangriff ist natürlich jetzt passiv. Geil. Was mache ich schon wieder? Alter Schwede. Ja, nur mit Kombos können wir den Bastard hier ein bisschen. Alter, was? Es geht eigentlich gegen diesen Deppen zu kämpfen. Wow. Dunkle Macht verblasst vor dem Licht Galadriels. Also diese Orks kann ich jetzt drauf scheißen, blöd gesagt. Wow. Er hat eigentlich ziemlich viel HP, ne? Muss man jetzt auch mal hier an der Stelle erwähnen. Wow. Das ist. Boah. Was zum Teufel? Jetzt habe ich eigentlich meine Fähigkeit wieder ziemlich doof eingesetzt. Du kannst die Neuen nicht beschwingen. Schließ dich ihnen an. Alles klar. Da ist er, Sauron, Big Baba. What the fuck?
Ist das jetzt der Hexenkönig? Ich habe keine Ahnung. Oh ja, definitiv krank, würde ich mal sagen. Was hat man euch angetan? Kniet vor eurem König. Mega krass. Hattest du eine Vision? Ja. Dann verstehst du es. Dieses Volk war einst mächtig, doch einem Ring der Macht konnten sie nicht widerstehen. Saurons Ringe wurden geschaffen, um ihre Träger zu unterwerfen. Das begriff ich viel zu spät. Aber nun habe ich einen Ring geschmiedet, der perfekt ist. Dieser ist rein. Rein wovon, frage ich mich. Ja, eine berechtigte Frage unterm Strich eigentlich. Aber ja, ein Ring sie zu knechten, ja. Wer das verstanden hat, der weiß auch diese Background-Message zu verstehen, ja. Alles klar, da haben wir ein bisschen eine schöne, sehr, sehr coole Mission wieder gehabt. Genau, hier auch ein Bonus. Es gibt ja nur Münzen, ja, blöd gesagt. Aber mit diesen Münzen kann ich natürlich meine Armee verstärken. Ich werde auch in dem Gebiet, wo ich aktuell eben, blöd gesagt, hänge und zuerst mal... Schatten über der Stadt hängt, können wir sie nicht wieder zurückerobern. Urfeld, ich habe hier auch was bekommen. Aha. Ein neues Stufe 1 Schwert. Really? Frage ich mich da. Aber okay. Ja, oben rechts seht ihr 108% plus EP-Bonus. Normalerweise hat man eben 8% plus, das habe ich durch einen anderen Bonus bekommen und ich habe mir eben noch zusätzlich einen Boost gekauft. Hier haben wir auch neu. Hier habe ich einige. Ich kann jetzt endlich verbessern, das wollte ich nämlich auch schon die ganze Zeit. Jawohl. Der sieht jetzt mega geil aus, aber dieser Umhang ist noch immer besser. Aber plus 1 schleichen, da pfeifen wir drauf. Weil hier können wir pro Bestien töten und Gesundheit herstellen und hier haben wir auch keinen. Besseren. Okay, na gut. Aber ich muss ja erstmal auf Drachen treffen. Das ist ja auch sowas. Ich habe die Fähigkeit Drachenreiter noch nicht. Und somit kann ich auch. Den können wir jetzt mal zulegen. Bekommen wir ein paar Münzen. Somit habe ich auch aktuell. Das sieht wirklich geil aus. Alter Schwede. Kann ich meinen Charakter nicht irgendwie ein bisschen. Nice. Jetzt habe ich ein nices Rüstungsset. Mir hat das letzte nicht so gefallen. Das war. Das habe ich sogar schon zerlegt. Nein, das da war, das hatte ich vorher an. Ist zwar legendär, ist zwar das Beste eben, was gibt. Legendär ist halt die höchste Stufe, ja, wie in den meisten Spielen. Aber die sieht halt mega nice aus. Da muss ich mir noch den Bonus holen. Also drei Feinde töten, wenn man brennt. Das sollte auch machbar sein. Dann kann man hier nochmal das Ganze ein bisschen hochpushen. Das zerstören wir auch, oder? Hier haben wir noch selten, episch. Okay, passt. Wir haben auch einen Ringe, gibt es auch nichts. Der habe ich auch schon verbessert. Ja, jetzt sieht Talion auch schon dementsprechend geil aus. Ja, Freunde, jetzt haben wir ja noch ein Talent, was wir noch vergeben können. Da schauen wir auch gleich, weil wir eben schon vorhin davon gesprochen haben. Da war jetzt natürlich das Drachenreiter-Talent interessant, ja. Ein Drache kann selbst bla bla bla. Der Drache hat deutlich weniger. Jetzt muss ich mir was gucken. Schließe Kanan Aufträge ab. Fuck man. Es wäre eigentlich mega geil, wenn ich mir so ein Dings. Das muss ich mir noch angucken. Bevor ich mir nämlich Drachenreiter hole. Ja, einen gebrochenen Drachen. Da sind wir wieder beim Thema. Der Drache kann selbst Dampfrabelle speien, wenn deine Macht nicht voll ist. Okay, dein Drache leidet bei Angriffen deutlich weniger Schaden. Ja, das haben wir in der letzten Folge schon besprochen. Was haben wir hier noch für Boni? Verbesserte Infektion, explosives Gift, purer Hass. Ja, das sind halt ein paar Sachen dabei. Das nehmen wir jetzt.
Weil sonst kann ich nicht wirklich was noch gebrauchen für. Ich lege das wirklich auf meinen Spielstil zurecht. Ja. Das brauche ich hier nicht, ja, weil ich habe aktuell eben sowieso Schattenkaragor als Verbesserung aktiv, also als Bonustalent und kann mir sowieso jederzeit einen rufen, wenn der Cooldown erledigt ist. Von daher brauche ich hier nicht Karagor Brecher und direkt aufsitzen. Das Instant Aufsitzen bekommt man eh später auch anscheinend. Was haben wir hier noch unten? Das ist durch die Geschichte freigeschaltet. Ja, Elbenwut. Bis man Elbenwut aufgeladen hat, das ist mir auch ein bisschen so ein Dorn im Auge. Elbenwut ist zwar eine mega geile, soll ich sagen, wenn du und sobald die Geld voll Macht erzeugt, ist zwar eben eine mega geile Bonusfähigkeit, aber bis die aufgeladen ist, das dauert einfach ewig. Ja, das ist ja eine feurige Explosion, das wäre natürlich cool. Und hier Froststoß und hier dann auch noch Gift. Das ist wahrscheinlich eine Hütte, einen Zorn. Das wäre natürlich auch nicht so doof, ne? Wenn man einen aufzehrt, gesundet wieder Full und einen Zorn auch erhöhen für Elbenwut. Aber ich nehme das jetzt mit dem Feuersturm. Das können wir sicher ganz gut gebrauchen. So, weil das hätte ich mir vorhin, habe ich mir schon gedacht, wäre ganz cool, wenn ich das nutzen könnte. Dann kann ich eben auch eben, ja, mehrere Feinde auf einmal treffen. Nichtsdestotrotz lasse ich es schon wieder gut sein für diese Folge. Wir sehen uns bei der nächsten Ausgabe. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Das habe ich übrigens in der letzten Folge komplett vergessen. Oberhalb der Facecam könnt ihr abonnieren und ich zeige in die falsche Richtung. Ja, moin. Links im Bild kommt ihr zur letzten Folge an dieser Stelle. Dankeschön, ich bin raus. Tschüss, ciao und bye bye.